Herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Defle und ich fahre Schiffe. Heute die Akizuki. Falsch, die Ochotnik. Auf Akizuki. Ja, Ochotnik, ein russischer Zerstörer der Stufe 5. Etwas extravagant mit seinen sieben einzelnen Kanonen, die über das sehr lange Schiff verteilt sind. Dann haben wir noch 4x3 Torpedowerfer mit einer Reichweite von 4,5 Kilometern. Aber ich denke, entscheidend ist hier tatsächlich die Kanonenbewaffnung mit 130 mm und 11 Kilometer Reichweite. Wir haben hier einen, wie schon erwähnt, sehr langen und behäbigen Zerstörer, dessen Wenderadius, glaube ich, so auch schon Schlachtschiffniveau zumindest gefühlt erreicht. Mit einem Concealment von 5,7 Kilometern kann man durchaus arbeiten, um ranzukommen, aber man kann halt nicht verdeckt tauchen. Zumindest nicht im freien Gewässer. Mein Kapitän, das ist mein Kabarovs-Captain, der ist komplett auf Feuerschance und auf die Kanonen ausgerichtet. Sprich, vorrangiges Ziel. Letzte Anstrengung, wie bei jedem meiner Zerstörerkapitäne. Schießgrundausbildung, verbesserte Schießausbildung und natürlich der Tarnmeister. Sobald ich den 19 Punkten voll habe, kommt noch Adrenalinrausch hinzu. Ja, in diesem Sinne, ab ins Gefecht und mal sehen, was uns diesmal erwartet. Ja, Hotnik ist ein sehr, sehr schönes Schiff. Wäre jetzt fast gelogen. Es ist ein Schiff, was ich nicht so oft fahre, weil dadurch, dass es so speziell ist, ist es auch sehr schwer zu fahren. Gerade Torpedosalven weicht dieses Schiff eher mäßig gut aus. Wie gesagt, der Wenderadius erinnert doch eher an ein Schlachtschiff statt an einen Zerstörer. Wir sind in einem 5er-4er-Match gelandet. Wir sind Top-Tier, haben als Gegner den amerikanischen Zerstörer, die Kamikaze, den Panasia, den deutschen Zerstörer also die V-170 und die Isokase. Unserer Seite haben wir einen Zerstörer weniger, aber dafür zwei Mutsukis. Zwei Mutsukis und dann eine Klemsen. Keine Cap-Punkte, sondern bloß die Base. Das heißt Zurückhaltung und warten, was da kommt. Man sieht hier schon, wie lang das Schiff ist im Vergleich zum Beispiel zu einer Mutsuki. Ja, dann geben wir mal Vollgas. Mal schauen, was dieses Schiff Spitzengeschwindigkeiten erreichen kann. Und wir werden uns erstmal um diese Mitte hier tummeln, in der Annahme, dass feindliche Zerstörer hier durch wollen. Und wenn sie hier durch wollen, sind sie auf jeden Fall in der Schussreichweite meiner Kanonen. Wir haben hier noch die Mutsuki als Spotter und die Klemsen. Ich hoffe mal, dass nicht alle gleichzeitig nebeln. Phoenix fährt auch die Mitte zu. Könnte jetzt hier interessant werden. Da haben wir eine Omaha und da kommt die Nicholas. Traut sie sich hier rum? Wahrscheinlich nicht. Omaha lauert natürlich. Und sie bleibt sogar fast stehen. Es verzögert sie die Fahrt deutlich. Kommt sie jetzt her? Oh, oh, Insel? Wo kam die plötzlich her? Diese Inseln, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Ja, man sieht den Wenderadius auch, wenn ich voll einschlage, bringt das nicht so viel. Ja, das war natürlich Absicht. Weil dann können wir hier nämlich. Haben wir noch jemanden, der spottet dann? Also Minikase ist raus. Minikase ist raus. Okay. Wenn ich hier Nebel. Dann haben wir keinen Spotter mehr. So. Also Minikase ist raus, das heißt die Kamikaze und die Isokase werden hier vorne gleich auftauchen.
Mal gucken, ob wir dagegen irgendwas unternehmen können. Wie gesagt, wenn sie mich breitseitig erwischen und die Torpen, dann eher schlecht aus. Aber leicht breitseitig muss ich fahren, weil sonst kann ich meine Kanonen nicht einsetzen. Das ist die Orion. Könnte ich doch verdeckt feuern, ne? Mein Licht der Nebel. Oder auch nicht. Gut, schmeißen wir mal einfach mal einen Taubfächer. Diese Kase ist hier vorne. Das ist natürlich nicht so schön. Gut, die Orion hat gelöscht. Das ist schön. Bin ich wieder offen? Warum? Ah. Nein, da komme ich nicht ran, aber da komme ich ran. So. New York, ich komme. Speed rein. Das ist jetzt natürlich gefährlich, weil die Kamikaze hier halt auch noch ist. So, was haben wir denn da? Mal gucken, ob wir da. Und da kommen die Torpedos der. Was? Kamikaze? Gut. Dann drehen wir mal ab, weil das bringt jetzt hier gar nichts. Und da wird schon auf uns gefeuert und die kommen leider gut. Direkt Motorschaden, den reparieren wir, weil wir wollen ja hier weg. Ja, nur eine Kanone, aber wenn ich jetzt weiter rumziehe, ramme ich wieder die Insel. Zielen vier Mann auf mich. Das sind viele Zerstörer hier. Und ein Brand. Sag mal. Vielleicht kann ich mich revanchieren. Da hat er auch einen Brand. Gucken, vielleicht kriegen wir noch einen hin. Vier Sekunden ist der Brand vorbei. Gucken. Zielt weiterhin noch? Wer zielt denn da noch? Naja, die zielen aber nicht auf mich. Wer ist denn das? Das wird die Kamikaze sein. Zielen vier Mann wieder auf mich. Ist unangenehm. Aber wer schießt denn da hinten noch vor? Ja. Drei Mann. Phoenix ist. Boah, schwerer Schaden. Das gibt's ja nicht direkt in den. Ja. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zu. Was ist daneben? Jetzt haben wir bloß noch 5000 HP. Was machen wir damit? Jetzt haben die noch einen Zerstörer. Kamikaze. Und Hanasia und die Isokase. Die Isokase ist da hinten und die Kamikaze, denke ich auch. Okay. Mit Schlachtschiff. Yam. Komm, vielleicht kriegen wir da mal ein Feuer hin. Wir werden jetzt hier nebeln. Taktisch. Dann mal gucken, dass wir da vielleicht mal ein Feuer drauf kriegen. Wäre zumindest schön. Der Torp in die Mitte, gut. Und Feuer. So richtig brennen will sie nicht, ne? Stehen geblieben. Gut. Da brennt sie aber leider nicht von mir. Aber immer im Nebel etwas bewegen. Die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man im Nebel getroffen wird. Der will echt nicht brennen. Doch, jetzt hat er. Hat er einen Brand. Und der sollte, glaube ich, auch noch einen Augenblick ticken, wenn er den anderen gelöscht hat. So, was haben wir da noch? König. Nehmen wir die nochmal kurz ab. Und dann kommt die. Vor? Weiß es nicht.
Hier kommt her, ja. Gut, mein Nebel ist weg. Darauf hätte ich vielleicht mal achten sollen. Ja. Bin entdeckt von der Seite. Das ist unschön. Immer noch entdeckt, entdeckt, entdeckt. Ich bin noch auf 11 Kilometer sichtbar. Einer zielt auf mich. War er? Ja, sieht so aus. Und das geht sogar rein. Nee. Jetzt muss ich über 50 Sekunden warten, bis der nächste Nebel ready ist. Aber um das gegnerische Team, was ziemlich im Vorteil ist, ein bisschen unter Druck zu setzen, würde ich einfach durch die Mitte ins gegnerische Cap fahren. Der Plan. Das bleibt mir jetzt hier nicht übrig. Meine, unser Team hält sich wacker in der Mitte, ist aber jetzt eingekreist. Was könnte mir denn dann noch gefährlich werden? Yogi könnte zurückkommen. Phoenix wäre relativ schnell wieder da und die Umaha unter Umständen. Naja, warten wir es ab. Was sind denn das für Soundbugs? Sie pfeifen irgendwelche Geschosse immer an mir vorbei. Einfach die Basecap ist natürlich nicht sonderlich ruhmreich, aber im Endeffekt geht es hier gar nicht um Ruhm, sondern eigentlich rein um den Sieg. Weil der ganze Schaden, die ganzen Feuer, die ganzen Achievements, das bringt alles nichts, wenn man nicht gewonnen hat. Weil erst das bringt einen wirklich voran in den. In der Creditzahl, mit den EPs und. Und viele Aufträge sind halt darauf auch ausgelegt zu siegen. So, da ist hier Miyuki. Wenn wir jetzt drin sind, nebeln wir und dann sieht sie natürlich keiner. Ja. Werde ich trotzdem machen. Mal nebeln und Feuer frei. Mal gucken. Vielleicht bringt das ja was. Und er wird weiter gespottet. Gerade am Rand. So. Gucken, ob ich ihn trotzdem noch treffe. Ah, die Wahrscheinlichkeit ist gering, da ist er. Jetzt haben wir den König. Was ist der? Und muss ich ihn bloß nochmal anzünden. Und hier 2 Minuten durchhalten. Wie soll denn das gehen? Wie lange läuft mein Nebel noch? 40 Sekunden. Aber in der Zeit muss ich ihn wenigstens mal angezündet bekommen. Aber nicht so aus. Schade. Jetzt spottet ihn keiner mehr. Nebel läuft nach 20 Sekunden. Ja, das war's dann wohl. Den kriege ich nicht mehr angezündet. So, 1 Minute 30. Kommt hier noch einer rum? Und mal Gas geben. Miyugi. Der Cap wird auch. Das wird dann wahrscheinlich der Panacea drin. Oder die Isokase, je nachdem. Wer könnte denn jetzt hier noch rumkommen? Nebel habe ich erst in die Sekunden. Bis dahin ist es entfernt. 5,5 Kilometer. Torpönsch habe ich. 4,5. Nicht blöd. Wenn hier einer rumkommt, könnte ich zwar die Torps raushauen, aber ich werde resettet. Sicherheit. Und da bin ich offen. Bin ich offen?
Schade. Speed rein, komm schon. Und jetzt muss ich das Feuergefecht gewinnen. Sonst war's das. Okay, das war natürlich unrühmlich. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe die Kamikaze eher vergessen. Ganz einfach. Ich habe nur auf die Isukase geachtet, beziehungsweise auf den Panasia. Ich muss zugeben, das hat er gut gemacht. Scheinbar rechtzeitig erkannt, dass Gefahr droht in seiner eigenen Base. Und ist zurückgekommen. Solchen Gegner kann man ruhig auch mal ein Lob widmen. Leider kein Kill. Aber so kann's gehen mit der Hotneck. Also wie man jetzt ganz gut sah, ist es ein sehr behäbiger Khan, der durchaus seine hellen Momente hat. Aber das bringt uns auf Platz 3. Wir haben 38.000 Schaden angebracht und dafür 167.000 Credits erhalten. An Schaden selbst konnten wir ein bisschen was an der Orion anbringen. Miyugi, ja, wollte halt nicht mehr brennen. Die Kamikaze jetzt zum Schluss. Da haben wir das Feuergefecht eindeutig verloren. Die König hat ein bisschen was abbekommen und die Isukase, das war einzelne Treffer. Groß im Ganzen hat uns das an Credits Reingewinn 77.000 gebracht. Ja, es ist halt eine Niederlage. Ne? Mit Premium. Etwas Captain XP. EP. Schade. Am sinnvollsten spielt sich die Ochotnik tatsächlich in einer Division mit einem anderen Zerstörer. Wobei dann die Ochotnik sich in den Nebel hocken kann und seine Kanonen sprechen lassen kann. Und der andere Zerstörer spottet, zum Beispiel und taubt. Gut, vielleicht klappt es das nächste Mal besser. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Dann gerne bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like oder Abo da. Schreibt Kommentare, wenn es euch nicht gefallen hat, auch gerne warum. Und dann sage ich ciao, euer Defle.